Guten Tag und hallo, liebe Campingfreunde. So, ich sitze ja hier in so einem wunderschönen Wohnmobil Grand Alpa mit Einzelbetten vorne im Alkoven. Hier die riesige Rundsitzgruppe. Also wirklich, also so ein Fahrzeug habe ich nicht alle Tage. Und ich finde Grand Alpa also nach wie vor einer von den schönsten Wohnmobilen. Ja, mit den tollen Ambientebeleuchtung. Zeige ich gleich aussehen innen und was wir da alles gemacht haben. Mit Solaranlage, Lithiumbatterie, Ladebooster, Wechseldichter. Ja, also wirklich schön. Aber ihr könnt ja wirklich gespannt sein. Am, glaube ich, 20. oder 21. August habe ich einen Kunden, dem wurde ja Backofen eingebaut. Leute, ich mache ja extra Film von. Also was in der Branche zurzeit abgeht, das ist nicht zu fassen. Also echt nicht zu fassen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, da muss man sich das dann nachher. Seid ihr wirklich gespannt? Also das ist einmalig. Einmalig in der Fachwerkstatt gemacht. Ja, der Kunde kommt ja hier aus Strahlen. Also weiß ich nicht. Ich habe gesagt, er darf den gar nicht mehr anmachen, sonst braucht er den Backofen nicht mehr, weil er hat kein Auto auch nicht. Ja, das fackelt alles ab. So, aber ja, also wie gesagt, ich glaube 20. oder so, irgendwie im August, da mache ich extra Film für. So, liebe Campingfreunde, ich zeige euch das Wohnmobil erstmal aussehen und dann innen drehen, was wir ja gemacht haben. Also wirklich tolles Fahrzeug. So, bis dann. So, da haben wir die 4-Platten Backkontaktzelle eingebaut, insgesamt 500 Watt Peak mit MPPT-Regler, mit Bluetooth von Victron Energy. So, wenn der Kunde noch haben möchte, kann man noch was einbauen. Platz ist genug. Wobei, da müssen wir zweiten Kreis ziehen, wäre auch kein Thema. So sieht das aus. So, da ist das wunderschöne Wohnmobil von außen, Doppelachser, riesige Teil. Also wie gesagt, wirklich, wirklich wunderschön. So, jetzt zeigen wir euch auch innen. So sieht das aus, zwei riesige Panoramadachfenster, also die Hecki. So mit den schönen Ambientebeleuchtung, die riesige Rundsitzgruppe, kann man sich schön anlehnen und die Beine ausstrecken, also wirklich toll. So sieht das aus hier alles. Da die zwei Einzelbetten, vorne kann man zumachen. So, da haben wir von IVT den Verschalter eingebaut, für den Wechseldichter. So, da ist er, die Fernanzeige für Duo Control CS. Ja, war ein wenig Arbeit, aber da haben wir hier eingebaut. Sieht sauber aus. So, da ist der Wechseldichter mit Umschaltstation. Ja, ich bin da kein Freund von integrierten Netzumschaltung. So, da ist der FI-Schalter von dem Wechseldichter. So sieht das aus. Da sieht man, unten ist die Batterie 5M Energy unter dem Sitz, Beifahrersitz. Da sieht auch der Solarregler. Da sieht man keine Kabel, gar nichts. So, da ist der Ladebooster von der anderen Seite. Ja, also ist schon schön. So, liebe Campingfreunde, an dem Fahrzeug alles getestet, alles läuft, alles funktioniert so, wie es sein muss. Ja, die Arbeit kann sich sehen lassen, finde ich. So, ich wollte noch mal sagen, dass wir 4., 5., 6. auf dem Stellplatz in Röth
bei der Familie Lotz sind, ja, es geht ja nicht nur um autarke Stromversorgung, aber auch mal fragen, wenn jemand hat, vor allem Neuansteiger, ja, ob das um Maxwell geht oder ja, verschiedene Sachen. Also, wie gesagt, ich bin da 3 Tage, ja, bringe ich ein paar Sachen mit und da kann man sich was anfassen, anschauen. So, ich glaube, das ist wieder alles, was ich sagen wollte. Nächstes Projekt wartet. Wir haben ja noch in der Werkstatt ein Pilot stehen, ja, der kriegt ja 480 Schindeltechnologie, wechselte der Lithiumbatterie immer das gleiche. Ja, und dann Andreas hat schon gestern Abend die Platten geklebt. Ich muss das noch verkabeln. Und dann, es geht weiter. Wir sind praktisch bis 4. September komplett ausgebucht. Also wir haben Arbeit satt. Ja, ich hätte es ja auch nicht. Ja, die Zeiten, wo ich mich verrückt gemacht habe, sind vorbei. Ja, immer. Ich habe hier keine 10 Autos stehen. Ein Projekt fertig, da kommt der nächste oder der nächste wartet. Aber wie gesagt, keine Autos hier ohne Ende. Das mache ich nicht mehr. So, liebe Campingfreunde, ich wünsche euch allen einen schönen Tag noch und am Ende, wie immer, wenn jemand noch Frage hat, kann er mich gerne anrufen. Ja, wenn ich kann, helfe ich sehr gerne. Und bis bald!